Ich kann so nicht arbeiten. Stimmt. Diese öde, langweilige Scheiße hält doch keiner aus. Doch, das geht. Unter Vollabschaltung meines Gehirns funktioniert das schon. Das ist geistiger Selbstmord. Das verstößt doch gegen die Menschenrechte. Und nur Männer? Ich kotze. Hey, hallo? Geht's noch? Du zählst nicht. Du blöder Rollstuhl-Shovi. Ich will Spaß, Spannung, Spiel. Das hier ist das Gegenteil. Mein Körper geht ein, mein Geist geht aus. Seid doch nicht frustriert. Ihr habt doch nur noch 45 Jahre. Aber doch nicht so ein Quatsch! Wisst ihr noch, wie schön die Schule war? Nein,
bis hierher und nicht weiter. Ich will so nicht leben. Wenn man wenigstens den Beruf machen könnte, den man will. Hat wohl nicht geklappt. Bei keinem von uns. Ich will einfach in irgendeine Werkstatt. Kann ich aber nicht, weil sie mir keine Assistenz bezahlen. Oh, wie schade. Das würde voll gut zu dir passen. Ich will was mit Pferden machen. Und ich, IT-Berater. Haben Sie es schon mal mit Ein- und Ausstecken probiert? Habe ich vorgehabt. Gibt aber keine Software für mich. Zu teuer. Und ich wollte Bürgermeister werden. Oh nee, ein Schäuble reicht in der Politik. Ich will Feuerwehrmann werden. Hallo? Was habt ihr denn für Visionen? Ihr seid so langweilig. Ihr müsst eure Träume leben. Ich werde Tänzer. Dafür habe ich mich in London beworben, bei einem Choreografen, der mit Behinderten arbeitet. Hat es wahrscheinlich woanders nicht geschafft. Ich habe eine Absage bekommen. Tja, und schon ausgeträumt. Ich hab wenigstens Träume. Da bist du ja viel zu fantasielos. Hey, ich hab wohl Träume. Und was für welche? Das geht keinem was an. Und was willst du mal mit deinem Leben anfangen? Ich weiß es nicht. Ja klar, Bankräuber ist nun mal kein Ausbildungsberuf. Fresse! Sonst werde ich Boxer oder Bestatter für rollende Klugscheißer. Und du? Sein und nicht werden, das ist meine Antwort. So ein Quatsch. Was redet ihr denn da? Wir haben doch sowieso keine Chance. Oder habt ihr das bei mir vergessen? Was meinen Sie damit, ob er wirklich behindert ist? Ich meine, Sie sehen doch, dass er nicht laufen und nicht sprechen kann. Wir haben schon alles erlebt. Den Ausweis bitte. Also gut, hier. Tatsächlich? Na du Armer, auch nicht leicht. Und dabei so süß. Entschuldigung, er wird heute 23. So was macht man nicht. Sie erwarten also eine Assistenz für einen Beruf? Was kann er denn? Ja, er würde gerne in einer Werkstatt arbeiten. Ich würde auch gern einen reichen Mann als Job haben. War halt nicht der Fall.
Und jetzt sitze ich hier. Ja, aber vielleicht... Computer sagt nein. Werde im Betreuungsbereich. Mehr gibt es nicht. Eine Assistenz wird nicht bezahlt. Da sabber ich mich ja zu Tode. Huch, er kann sich ja doch mitteilen. Das ändert die Sachlage. Ein Moment. Leider gar nicht. Da kommt der Tod aus Langeweile. Ich will was Produktives machen. Komisch. Verstehe ich nicht. Sie verstehen nichts. Das ist das Problem. Jetzt aber langsam, meine Dame. Vielleicht erziehen Sie Ihren Sohn mal besser. Reicht schon, dass er behindert ist. Jetzt muss er nicht auch noch frech werden. Wir geben uns hier alle Mühe. Da ist die Tür. Na, Hauptsache, die haben Arbeit auf dem Amt. Und was jetzt? Ich kann nicht mehr. Mein Akku ist leerer als der vom Rolli. Ich habe eine Idee. Nein, doch nicht. Psst. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nein, wieder weg. Halt! Hier, ja, nein, doch! Ah. Was denn jetzt? Wir hauen ab! Abhauen? Wohin? Nach London. Da gibt es bald ein Tanzcasting. Meine Mutti lässt mich aber nicht hin. Lohnt sich nicht. Ich würde nur enttäuscht werden. Und wie sollen wir da hinkommen? Egal! Hauptsache, weg von hier! Etwas erleben, von dem wir unseren Kindern noch erzählen können. Dazu müsstest du erstmal mit einer Frau schlafen. Und willst du deine Gene wirklich weitergeben? Schon mal drüber nachgedacht? Halt deine Klappe. Das sagt man doch nur so. Drüben auf dem Parkplatz steht ein alter Zivibus aus den 70ern. Der müsste noch gehen. Aber wie kommen wir über den Ärmelkanal? Wir haben doch keine Kohle. Flüchtlinge kommen da auch nicht rüber. Na und? Wir haben einen Behindertenbonus. Und außerdem unsere Geheimwaffe Pascal. Na los! Schau mal traurig! Ach du meine Güte, der Arme. Wir nehmen ihn besser mit. Natürlich nehmen wir ihn mit. Wir lassen keinen zurück. Auf zu echten Abenteuer! Entschuldigung, sorry, komm nicht wieder vor.
Bei meiner Azetose wären wir nur bei Vollbremsung oder Vollgas. Nicht jetzt. Wir brauchen einen Schlüssel und einen Fahrer. Was hat er nochmal für eine Behinderung? Das weiß keiner. Inside.
sind auf großer Mission und du kommst mit deinem Alltagskram? Ich hab auch Hunger. Ich auch. Wir haben Hunger. Ruhe! Okay, da vorne ist eine Tanke. Was seid ihr denn für eine Truppe und wo sind eure Betreuer? Wir brauchen keine. Wir brauchen aber was zu essen. Habt ihr Geld? Mist, da war noch was. Lass mich da machen. Entschuldigung, aber wir haben kein Geld. Wir sind arme Wanderer auf großer Mission und erbitten eine kleine Spende für unsere ausgehungerten Bäuche. Nö. Was? Geld, kein Mampf. Meine Devise ist, ich behandle alle Menschen gleich. Alles andere wäre umgekehrte Diskriminierung. Und das will ich mir wirklich nicht nachsagen lassen. Verdammt, der ist gut. Auf drei packt ihr alles aus, was ihr an Defiziten habt. Eins, zwei, drei. Sind wir jetzt Verbrecher? Klar, wir sind eine Bonnie und sieben Clydes. Ruhe jetzt! Das war Mundraub. Das geht schon in Ordnung. Aber wir haben noch was vergessen. Egal. Was war denn das da? Rechts am Rand? Ein AfD-Stand. Ach so, die Alternative für Doofe. Die haben nur ein Motto. Rechts! Vor, links. AfD ist die einzige Behinderung, die man durch Nachdenken heilen kann. Leute, mit Witze helfen gar nicht weiter. Wir wollen es nämlich wieder wegsperren. Die Inklusion total abschaffen. Was? Dann geben wir ihnen mal einen Grund dazu. Gemeinwohl. Wir sind die Robin Hoods vom Schussental gegen die Bösen. Ah, ich liebe den Geruch von blattgewalzten AfD-Ständen am Morgen. Jetzt wissen die, was Inklusion noch bedeuten kann. Ja, wir können alles. Und wir kommen überall hin. Soweit wir wollen. Da
Das wollte ich euch doch sagen. Eine Tankstelle wäre zum Tanken gut gewesen. Na toll! Aus und vorbei. Das war's. Spitzenabenteuer. Was machen wir denn jetzt? Immer wenn ich deprimiert bin, kann ich nicht denken. Na was wohl? Den Schwanz einziehen und Mutti anrufen. Hat jemand ein Telefon? Geht es noch? Was seid ihr denn für feige Rollstuhlloser? Bei den ersten Schwierigkeiten gleich aufgeben oder was? Schwierigkeiten bringen uns erst richtig weiter. Das Salz in der Suppe, der Akku im Rolli. Denn irgendwann müsst ihr herausfinden, wo ihr eigentlich hin wollt. Und dann müsst ihr da auch hingehen. Und zwar sofort. Ihr könnt es euch nicht leisten, auch nur einen Moment zu verlieren. Ihr nicht. Und jetzt folgt mir. Wow. Boah, muss ich mir merken. Okay, ich bin dabei. Wir sind dabei. Einer für alle. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Einer für alle. Und alle für mich. Was? Nichts, nichts. Da lang. Zu sagen, was keiner versteht, und schon machen die Leute alles, was man will. Naja, egal. Ich bin ein Schisser. Alleine bleibe ich auf keinen Fall hier. Hey, wartet auf mich! Long.
Dunkel und ich kann nicht mehr. Hallo? Was sollen wir sagen? Du rollst nur durch die Gegend. Ich hab aber einen Krampf in der Hand und im Hintern. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Hättest du nur die Klappe gehalten. Schaut mal, da ist ein Haus. Typisch, Jungs. Haben nur Eier in Videospielen. Los, kommt! Also gut. Sie hat recht. Ich geh mal euch hinterher. Ihr braucht keine Angst zu haben. So, Heiko, du besorgst was zum Anzünden. Flo schaut nach, ob es was zu trinken gibt. Und die anderen bleiben ruhig sitzen. Ha, der war gut. Wer hat dich eigentlich zum Boss gemacht? Ich bin der Klügste von euch. Nein, das bin ich. Nerds zählen nicht. Dann bin ich eben der Attraktivste. Quatsch, schau mich mal an. Nervt mich nicht. Dann bin ich eben der mit den größten Visionen. Das sind immer die Anführer. Hä? Wegen deinem blöden Rumgetanze? Ich hab wenigstens etwas, von was ich träume. Außer dumm vor der Glotze hocken und dir Essen reinschaufeln lassen, fällt dir doch nichts ein! Hey! Das ist nicht wahr! Na komm schon! Irgendetwas anderes.
irgendwas Wichtiges. Na? Dann halt die Klappe! Sagst. Zu dir würde ich doch nichts Fieses sagen. Hä? Wieso nicht? Naja, weil... Ach, egal. Hast du eine Freundin? Du meinst so richtig... Mit Küssen und so Sachen? Ja, mit Liebe und so Sachen. Verliebt bin ich ständig, aber so Sachen, nö. Echt? In wen? Also... Letztes Jahr in meine Buftine, in meine Brieffreundin, die Ergo-Dame, selbst die vom Arbeitsamt fand ich irgendwie lecker. Und im Internet habe ich es probiert. Echt? In wen? Und nie in eine Mitschülerin? Hä? Spinnst du? Die sind doch voll behindert. Oh, stimmt. Hab ich voll vergessen. Da stehe ich echt nicht drauf. Die sind alle so... Behindert. Versteh schon. Ja, genau. Einer, der sitzt, reicht. Was? Genau, sag ich doch. Zu zweit zaubern ist total doof. Meine Rede, du verstehst mich echt gut. Tolles Gespräch. Und du? Bist du in jemand verknallt? Nein, ich hoffe nicht. Gut, du hast Glück. Ich bin... Halt einfach deinen Zeh still, okay? Ich muss jetzt alleine sein. Hä? Hab ich was Falsches gesagt? Ey, Leute, so kann es nicht weitergehen. Unsere Flucht ist gescheitert. Was redest du da? Wir sitzen hier fest. Oder sollen wir zu Fuß nach London? Wir könnten ein Auto klauen. Langsam finde ich Gefallen daran. Nee, die Geschichte ist zu Ende.
Und mir fehlt meine Familie. Oh, du Muttersöhnchen. Hör auf, immer alle zu beleidigen. Das war eine Schnapsidee. Sieh's ein. Stopp. Es wird irgendetwas passieren. In guten Geschichten gibt es jetzt eine Wendung, die den Helden, also mich, unterstützt. Wir müssen nur warten. Ja, aber wir müssen warten, habe ich gesagt. Wie lange? Bis was passiert. Basta! Ganz schön schreckhaft, unser Anführer. Ach du liebe Scheiße, was für ein Dreckswetter. Wo bin ich denn hier gelandet? Boah. Abgefahren. Was seid ihr denn für eine Freak-Gang? Boah. Habt ihr was zu essen? Oh, ich hab einen Mops-Kohldampf. Super. Und was zu trinken? Echt jetzt? Nur Wasser? Habt ihr nichts Härteres? Du siehst ja nicht aus wie ein Alkoholiker. So wie du da rumwackelst. Hey Kleiner, war nur Spaß. Naja, egal. Rein damit. Schon viel besser. So, jetzt erzählt mal. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Und warum platzt ihr mich immer noch so an, als wäre ich ein Alien? Die ist echt. Klar bin ich echt. Ich heiße Lucy. Moment mal. Heilige Scheiße, jetzt weiß ich, wer ihr seid. Tada! Darf ich vorstellen, die Behindigang aus dem Schussental, die einen AfD-Stand umgemäht und eine Tanke überfallen hat. Ihr seid berühmt, kam sogar in der Nachricht. Die AfD nennt euch Flüchtlinge, weil ihr auf der Flucht seid. Na, gecheckt? Der Fußboden will was sagen? Was? Hast du zu viel Kaugummi drin? Was nimmt der für Drogen und kann ich was abhaben? Wer verfolgt uns? Die Polizei und eure Eltern. Aber keine Angst, heute Nacht seid ihr sicher, der Sturm hält sie auf. So, genug gelabert. Ich muss jetzt erstmal eine Stunde pennen, wir können nachher weiter quatschen. Wer zeigt mir das Haus? Ich. Ich fass es nicht. Naja, wenigstens du bleibst bei mir. Was? Verdammt! Hey, wartet! Oh Mann, ist die toll. Oh, Jungs.
Ich hab Heimweh. Nach Mama? Ich hab Heimweh. Ja! Der beste Freund des Mannes ist deine Mutter. Wo hast du denn das her? Aus Psycho. Aber solange deine Mutter nicht tot im Keller liegt, ist alles normal. Schlafen. Aber, oh, kapiert. Und du? Oh Mann, ich will nicht erwachsen werden. Behinderte Kinder sind wenigstens auch süß und dürfen machen, was sie wollen. Musst ja nicht. Jeder muss. Gar nichts muss man. Und schau dir die Welt an. Glaubst du, da draußen ist irgendwer erwachsen? Ich will auch nicht erwachsen werden, sondern lieber mal weiter wachsen. Auf wie ein... Ganz ruhig, was geht denn bei dir ab? Dieses blöde Arschloch führt sich auf wie ein... Dieser arrogante... Moment, wenn du nichts Nettes über jemanden zu sagen weißt, sag lieber gar nichts. Aber... Was ist dein Problem? Ich hab keins. Was ist dein Problem? Spinnst du? Lass mich in Ruhe. Was ist dein Problem? Menschen ohne Probleme sind langweilig. Jetzt spuck schon aus. Ich bin ein Versager. Welcome to the club. Versager dieser Welt vereinigt euch und ihr werdet die größte Macht sein, die es gibt. Möge das Versagen mit euch sein. Ich erzähl dir jetzt mal was. Menschen, die Freunde haben, können gar kein Versager sein. Jetzt reiß dich zusammen und mach was draus. Okay. Was hast du, was ich nicht habe? Naja, ich kann laufen, sprechen und bin ziemlich geheimnisvoll. Das nennt man wohl Schicksal. Schicksal ist etwas, was wir erfunden haben, weil wir den Gedanken nicht ertragen können, dass alles, was passiert, reiner Zufall ist. Was für ein blöder, kitschiger Spruch. Ich kotz gleich. Habe ich übertrieben? Bei Jungs zieht das besser. Die denken dann immer, man hätte Tiefgang. Was zieht denn noch bei Jungs? Die inneren Werte sind es auf jeden Fall nicht. Naja, pass auf. Ich frag sie! Nein, ich frag sie! Was wollt ihr fragen? Naja, ob wir, vielleicht... Na, du wirkst so locker und da wollten wir... Naja, vielleicht... Ob ich... Ich kotz gleich nochmal! Ob ich vielleicht mit einem von euch... Naja, Schnickschnack. Naja, ob wir vielleicht. Du wirkst so locker und da ja, wollten wir. Naja, vielleicht. Vor allem und so. Genau, und so. Okay. Was? Was? Okay, hallo. Ich meine, man muss doch alles mal ausprobieren im Leben. Echt jetzt? Ja, also jetzt, wen soll ich nehmen, eure Argumente? Mich? Ich bin voll verknallt in dich. Du bist die beste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Ich bin was ganz Besonderes. Wow, ging ja schnell. Und du, bist du auch verliebt? Ehrlich gesagt, nein. Und du willst Politiker werden? Dann musst du aber echt noch lügen lernen.
Dann werde ich halt keiner. Aber dich kann ich überzeugen, mich auszuwählen. Wie denn? Mit deinem Rehblick? Ich kann nicht nur das Reh, sondern auch das hier. Wie hat sie das gemeint? Ah, ich hasse dich! So, dann leg mal los. Kannst du anfangen? Ich hab sowas noch nie gemacht. Na gut, ich zeig dir, wo es lang geht. Wow, das ist ja... Locker bleiben, nicht so steif. Hallo? Das ist eine Spastik. Vielleicht hilft ja Musik. Ich habe eh das Gefühl, dass wir Zuhörer haben. Was ist los? Fertig? Wow, da hat dir deine Spastik aber nicht viel gebracht. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich weiß. Danke für all das hier. Bitte schön. Ciao, ihr Freaks. Ich muss los, bevor die Bullen kommen. Und was ist mit mir? Da müssen Profis dran. Das übersteigt sogar meine Kräfte. Na gut, egal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau hier. Und jetzt machen wir weiter. Niemand macht mehr weiter. Kapier es! Es ist vorbei! Die Reise ist zu Ende. Wir sind angekommen. Was soll das heißen? Wir gehen heim. Ich muss mein Beuteschema überdenken. Echt jetzt? Wir können ja mal ein Bier zusammen trinken. Ich darf noch gar kein Bier trinken. Oh nein. Wie alt bist du? 4? Was soll dieses Gesabber? Seid nicht solche elenden Feiglinge und hört mir zu! Schluss damit! Du hörst jetzt zu! So redet man nicht mit Freunden! Wir sind nicht länger deine Mitläufer! Fahrer! Oder Roller! Auch egal! Wir machen deinen Quatsch nicht länger mit! Ihr könnt mich mal! Geht doch zurück in eure kleinen Löcher! Da wart ihr einmal frei und merkt es nicht mal! Ihr Behindis behindert euch doch selbst! Ohne euch komme ich besser zurecht! Haut doch Eier ab!
Hau ab! Hab ich gesagt! I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Myself right out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out of the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance Sunday? I dance myself into the tune. I dance myself into the tune. I dance myself into the tune. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Genommen.
Was? Ihr seid wieder da? Was denkst du denn? Wir lassen niemand zurück. Komm, wir wollen nach Hause. Okay. Jetzt kriegen wir Ärger. Dafür kommen wir schneller nach Hause. Stimmt, also los, worauf warten wir? Moment, das kann nicht das Ende unserer Geschichte sein. Hey, das ist eigentlich mein Text. Scheiß drauf, so leicht kriegen die uns nicht. Los, mir nach! Geschichte zu erzählen. Und ich nenne sie
Und dieser junge Mann hat heute Geburtstag und